mein neues Setup für Alaska. Also, neu ist, also nicht ganz neu, ist der neue Tankrucksack. Das ist ja einfach so ein Rucksäckli. Sieht aber gemacht, wie gemacht aus für den Dörf nicht. Ich habe hier einfach so Laschen angebracht. Da kann ich es anknipsen, klipsen. Und hier unten auf der Seite. Picobello. Da habe ich alle meine teuren Sachen drin, alle Elektronik eigentlich. Dann in dieser Box ist nur noch Essen und der zweite Helm habe ich noch da drin. Dann habe ich mich noch ausgerüstet mit Moskitospray. Den tun wir auch noch da drin. Weil in Alaska scheint es krass mit den Moskitos. Moment. Voilà. Ja, eben. Das ist immer so ein Zeug mit dem Packen. Voilà. Ich brauche schnell beide Hände. Moment. So. Es hat Platz gehabt. Das ist etwas, was manchmal ein bisschen mühsam ist. Das wenige Platz, wo man hat, ja, muss man immer ein bisschen schauen. Und auch bei mir kaufen, ich zwei Bananen oder drei Bananen, hat sich Platz. Das ist immer ein kleines Zeug. Dann habe ich einen kleinen, nur 5 Liter Reservekanister mit mir, wo ich ja, vielleicht nur auf dem letzten Stückchen dann an die Spitzen rauf dort brauche. Meine Kleider, das Zelt, Mätteli, Schlafsack und Hängematte und all das Zeugs zum Campieren ist hier in meiner Würst. Und in der anderen Box, wie gehabt, habe ich mein Kocherli-Zeug und ein paar Ersatzteile und die Werkzeuge. Was ich für mich, dass ich nicht früher gekauft habe, in einem Second-Hand-Laden, ist dicke Händchen. Super günstig sehe alles. Dann habe ich, das ist das Geilste, habe ich jetzt so eine Weste da. Und die kann ich hier einstecken und dann wärmt sich die auf. Das ist genial. Ja, das freut mich jetzt richtig, das Zeug auszuprobieren. Genau. Meine, auch aus dem Secondhand-Laden, meine neuen Dörfstiefel. Auch ein Schnäppli gsi und Gore-Tex, wasserdicht. Was ist noch zu sagen? Ja, super Kauf gsi. Das ist... Das ist für mich. Für mich habe ich noch. Das habe ich noch. Audiodateien zum Spanisch lernen habe ich abgeladen. Jetzt werde ich vielleicht manchmal statt Musik ein bisschen Spanisch lernen. In meinem Helm. Oder mit meinem Helm. So. Und dann. Der Gabriel hat auch noch neue Sachen bekommen. Es gibt das mit dem Zylinderkopf. Mit dem Zylinderkopfdeckel, das ist ja so eine Sache, da hatte ich einmal ein Loch drin gehabt und dann hatte ich Täschchen dran gehabt. Die habe ich wieder drab genommen. Jetzt habe ich einfach gedacht, ich will den Zylinderkopfdeckel irgendwie schützen. Wenn du es kaufen würdest, wäre es irgendwie $200. Und zuerst wollte ich ein Stück Autopneu dran machen, aber ich habe stundenlang probiert, ich habe auch noch Blotter hier. Irgendwie ein Stück rauszuschneiden mit meinem Messer. Keine Chance, die sind ja mit einem Drohgeflecht noch versehen. Und ja, ich musste das Projekt abbrechen. Ich
bin dann ja viel in so Baumärkten und Shops rumgelaufen, ein bisschen Zeug gepostet und habe manchmal auch Ideen gesammelt. Und dann bin ich beim Baumarkt neben den Knieschonen für zum Beispiel zum Blätteln oder einfach zum Arbeiten durchgelaufen. Dann dachte ich, das ist es. Jetzt hat der Gabriel hier Knieschoner bekommen. Das sieht aus, als wäre es gemacht für BMW. Jetzt ist auch der Zylinderkopf unten hier mit so Knieschoner geschützt. Mit Kabelbindern angemacht. Schön geschont hier noch. Mit Schaumstoff. Tipptoppi Sache. Und dann, was auch sehr teuer wäre, wenn man es kaufen würde, habe ich hier noch für einen Kühlergrill habe ich hier noch so Schutzgittervertrag gemacht. Das hat $2 gekostet. Ist eigentlich zum Grillieren. Ist nicht super stabil und rostet mir natürlich auch weg. Aber das tut es jetzt vorerst mal. Und es sieht aus, ich finde, recht professionell. Es ist einfach, wenn jetzt irgendwie auf der Schotterstrecken, wo Lastwagen entgegenkommen, irgendein fetter Stein wird reindonnern, das vielleicht ein bisschen absorbieren tut zuerst. Weil wenn der Kühler kaputt wäre, hätte ich doch ein bisschen ein grosses Problem. Ja, das ist es soweit. Nein, natürlich etwas, was ich eigentlich auch schon früher hätte posten können. Ich denke, wie die Westen hätte ich auch, bevor Nadine kam, ist, können posten, dann hat sie vielleicht auch nicht so müssen frieren. Und was mir auch immer ein bisschen in den Gedanken rumgeschwebt ist, Mann, siehe da, ich habe einen Bärenspray. Jetzt kann man also, ich und Gabriel sind jetzt vollkommen geschützt. Und ja, jetzt kann es losgehen. In den Norden, nach Alaska, zu den Eisbären. Adieu.